Ein Garten kann klein und dennoch ein Traumgarten sein. Höchstens 300 Quadratmeter groß sind diese Beispiele. Der Landschaftsgärtner hat aus den relativ kleinen Flächen individuelle Wohlfühlgärten gemacht. Beispiel Nummer 1, ein Energiegarten. Solarelemente, eine Regenwand. Dieser Garten zeigt Dynamik. Auch den Pflanzen hat der Landschaftsgärtner eine wichtige Rolle zugedacht. Stauden in leuchtenden Farben wie Spornblume, Steppensalbei und Schafgarbe garantieren prickelnde, spannende Naturerlebnisse. Viel Blau und runde Formen symbolisieren die Energie. Hier kann der gestresste Mensch seine Batterie wieder aufladen. Den zweiten kleinen Traumgarten hat der Landschaftsgärtner als bewegten Garten, als intensives Naturerlebnis gestaltet. Harmonische Formen, Sitzgelegenheiten und Duftpflanzen wie Lavendel mit allen Sinnen genießen, das fällt hier ganz leicht. In der Mitte eine Sonnenuhr, um die der Garten zu kreisen scheint. Ein kleiner Garten in noch kleinere Gartenzimmer aufgeteilt. Hier hat sich der Landschaftsgärtner einen ganz besonderen Trick ausgedacht. Er gestaltet eine Wohnung im Freien. Mit Gehölzen und Stauden setzt er Akzente. Unterschiedliche Ebenen und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten machen diesen Garten vielseitig erlebbar. Wände und Belege in unterschiedlichen Farben hat der Profi konsequent geometrisch angeordnet. Perfekt das Zusammenspiel von Stein, Holz und Pflanze. Gerade in kleinen Gärten sieht man, wie groß das Können der Landschaftsgärtner ist.